Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir fangen genau dort an, wo wir letztens aufgehört haben, nämlich bei Bildung für Frauen, mehr auf das Gehör aus der Universität, weil wir wollen nur Bewusstsein erhöhen, nicht unsere Militanz. Unser Name wurde in Verruf gebracht, das ist uns aber egal, da sind wir nur langsamer beim Sie verbrauchen Diplomatiepunkte und wir sind ein bisschen langsamer. So, kümmern wir uns gleich zunächst einmal. Schauen wir uns an, wie das ist. Bayern, ah ja, Bayern ist bald soweit. Details: Marine, Handel, Kultur, Industrie. Gut, Handel, sollen wir Verwaltungsstrategie machen? Oder Geschichtstheorie oder Investmentbank. Machen wir Geschichtstheorie. Das kostet relativ wenig. Wir könnten auch Marine natürlich machen, irgendwas. Pff. Marine Logistik oder so irgendwas. Gib 5 drauf. Haben wir jetzt eh gerade was gemacht im Marinebereich. Alternativpläne, Organisation der Flotten erhöht sich. Sehr schön. Oh, wartet mal. Unsere Marinestützpunkte scheinen fertig zu sein. Wir bauen. Yes, wir bauen Schiffe. Wir können nämlich jetzt die cooleren Schiffe bauen. Kampfschiffe. Ha! Ist das genial. Bauen wir mal 8 von denen. Nein, wir bauen nicht 8 von denen. Wir bauen 4 von denen. Weil ihr seht, da oben ist es rot geworden. So ein Kampfschiff braucht offensichtlich relativ viel Marinekapazität. Gut, dann werden wir gleich... wartet mal. Ah ja, stimmt. Haha, euch. Ah, warte mal. Da haben wir gleich diese Schippernackeln. Da die alten Panzerschiffe haben wir gleich weg. Ihr, tschüssi. Vielleicht gehen sich dann doch mehr als 8 aus. Ihr geht's nach Venedig. Venedig kriegt einen Marineknotenpunkt. Nicht Sensch. Noch hat sie nicht. Dann schauen wir gleich einmal nach, ob wir vielleicht noch ein Kampfschiff bauen können. Noch ein Kampfschiff. Ah, geht sich nicht mehr aus. Achso, warte mal. Nicht 2 bauen. 1 nicht bauen. So, dann schauen wir gleich einmal Kreuzer. Ah, die kosten auch viel. Wurscht. Schauen wir mal. Wenn wir die gebaut haben, dann haben wir nämlich. So, warte mal, schauen wir mal. Von die alle darüber, ja. Wo habe ich denn vorher die Dings gesammelt? Hier. Nehmen wir das weg. Weil. Ja, okay, gut. Dann wenn wir euch einmal irgendwo anders hinstellen. Nach Venedig. Venedig. So, dann hätten wir vielleicht doch in Marinestützpunkt-Technologie investieren sollen. Dann hätten wir nämlich gleich noch einen Marinestützpunkt bauen können. Mit diesen Schiffen sollten wir hier bei der Kolonialmacht so hoch raufkommen, dass wir auch den Oman, zu einem Gebiet unseres Landes machen können. Kolonialzwischenfall, aha. Eine Invasion hier, dann Truppeneinsatz da und dort. Interessant. Gegen Großbritannien.
Haben die irgendwas Sinnvolles noch in Kolonien? Irgendwas, was an mich angrenzt vor allem. Okay. Das da hinten ist ja wohl nicht wirklich ihr Ernst. Die Kolonien, da sind wir wo. Ah ja, wobei Indien. Sehr bevölkerungsreich, sehr reich, viele Revolutionen. Oder Johor, das ist auch keine schlechte Idee. Britisch Malaya. Das ist eher eine Kolonie, oder? Ist das eine Kolonie? Ja, das ist eine Kolonie. Wir können ihn ja mal nehmen, den Kriegsgrund. Überlegen wir, ja, das Problem an Britisch Malaya und überhaupt an britischen Gebieten ist, wir müssen erst einmal hinkommen mit den paar Schippernakeln, die wir haben, ist das so eine Sache. Ja, bieten wir denen mal an. Sie werden nicht akzeptieren. Ach weh, Mist, wir haben ja eine Kernprovinz von ihnen. Das war natürlich ein Fehler, verdammt. Ach, wie ärgerlich. Na, das war wirklich dumm von mir. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich sie nicht... gegründet. Die kann ich nicht unterstützen im Kampf gegen Deutschland, wenn sie keine Allianz mit mir wollen. Das war ärgerlich, dass das nicht einmal funktioniert, wenn sie in meiner Einflusssphäre sind. Normalerweise sollte das reichen, dass sie trotzdem eine Allianz eingehen. Egal, ob ich Gebiete von ihnen habe oder nicht. Immerhin heißt das, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir sind beide Feinde Deutschlands, also müssten wir Freunde sein. Na, immerhin kann ich sie unterstützen. Habe ich da tatsächlich eine Einladung hingeschickt? Schaut fast so aus. Immerhin kann ich sie unterstützen, wenn sie angegriffen werden. Das hat auch schon was. Panzerbrechende Sprenggranaten. Muss sehr was. So, und wir haben wieder einen Monster ein. Wieder ein Monster einkommen mittlerweile. Wie schaut das aus? Panzerbauen. Ha! Kein Krieg. Schade. Ja, eigentlich nicht schade. Ist eh besser so. Ja, wie schon Kriege. Sehr gut, unsere Kampfschiffe werden gebaut. Klassiker wiederentdeckt. Und wenn ich über das Athen des Perikles lese, versetzt mich die Fortschrittlichkeit dieser antiken Gesellschaft immer wieder in Erstaunen. Naja, Frauen durften nicht wählen, Sklaven durften nicht wählen, Bauern durften nicht wählen. Sehr fortschrittlich ist das nicht. Ich meine, wir haben das zwar auch jetzt so, aber es ist nicht wirklich schlechter als damals. Und hier stehe ich 1000 Jahre später und genieße weniger Freiheit als sie damals. Ha, von wegen. Im 19. Jahrhundert kam immer wieder starkes Blablabla. Mal ehrlich, habt ihr nichts Besseres zu tun? Das ist eine gute Frage, aber das würde mich viel Prestige kosten. Es ist gut, dass die Klassiker wieder etwas Beachtung finden. Naja, okay. Wir wollen nicht so sein. Das sind irgendwie, wie sagt man, Luxusprobleme, nennt man sowas. Definitiv Luxusprobleme. Mhm.
Eine faschistische Zeitung. Eine faschistische Mittelschicht oder eine faschistische Arbeiterschicht? Ich glaube, Mittelschicht sind noch immer weniger. Das ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt brauche. Naja, wobei andererseits, sie sind aber so wie die Reaktionären, nur nicht ganz so schlimm. Nein, kein universelles Wahlrecht. Vergesst das, Leute. Gut, Marine haben wir gesagt, Hochseeschlachtflotte. Dann können wir noch mehr Marinestützpunkte bauen. Mehr ist gut. Eigentlich ein Tuchel? Auch, ja. Gut. Ja, es ist eh gut, dass die USA eine auf den Deckel gekriegt hat. Immerhin sind die zweite und wir wollen ja Erster bleiben. Okay, wie schon gesagt, wir werden Erster bleiben. Wir haben einen Vorsprung von mehr als doppelt so viel. Oder? Nein, nicht doppelt so viel. Ja, doch doppelt so viel. So, irgendjemand will ein Bündnis mit mir. Algerien bietet uns ein Bündnis an. Nein. Ist für ungut, ich meine. Die ziehen mich nur in einen Krieg gegen Frankreich. Das interessiert mich nicht. In Frankreich will ich keinen Krieg führen. Streikbrecher. So eine hervorragende Initiative kann man nur Beifall klatschen. Wir erhalten einen Haufen Militanz. Ja. Verehren wir halt die Oberschicht, ist ja wurscht. Solange wir keine Taten folgen lassen, sondern nur irgendwelche Worte von uns geben. Gut, ja, wir haben gesagt, wir wollen noch eine neue Armee bauen. Das fehlt mir auch noch. Oh. Na gut, dann zuerst einen Anführer. Wittelsbach, Held. Ah, der ist gut. Halbwegs. Armee bauen. Wir brauchen 5-mal Garde. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und 5-mal. Eins davon. Na, 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 na. Auf noch. Ein norddeutscher Pionier. Jetzt sollten wir unten anfangen in der Liste. Bist du wahnsinnig? 8 Tschechen. 4 Tschechen. Norditalienischer Panzer. Wenn es sich ausgeht. Ukrainischer Hussar und noch ein ukrainischer Dragoner. So, dann haben wir gesehen, in Afrika gibt es auch schon Süddeutsche, also Österreicher. Machen wir in Afrika auch noch eine. Wie viel haben wir jetzt denn? 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Passt. Eine Kolonialarmee auch dazu.
schwächliche Streikposten. Militanz oder Bewusstsein erholen. Natürlich immer das Bewusstsein. Einmal auf zur Safari. Macht 119 Kolonialmacht. Achso, durch die Schiffe, die wir aufgelöst haben, haben wir welche verloren. Durch die Schiffe steigt unser Militärwert auch beträchtlich. Wie schaut das außerdem aus mit unserem nationalen Foki? Wir haben jetzt drei bereits in den Kolonien und der hier ist definitiv zu viel. So, dann schauen wir gleich einmal, wo setzen wir den nächsten Fokus ein? In Meeren vielleicht? Wie viele Angestellte haben wir dann? 0,5%, das sind relativ wenig Angestellte in Meeren. Fördern. Wartet mal. Da haben wir jetzt 1%. Oh, das kostet auch 837 Punkte. Ah, aber das könnten wir kriegen. Wieso kosten einige so viel Punkte und einige so wenig? Das verstehe ich echt nicht. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das geht. Ich weiß es echt nicht. Wie viel kostet das? 892. Aber wenn es mal ein Staat ist, dann brauche ich diese Kolonialmachtpunkte nicht mehr. Die werden dann hoffentlich wieder frei. Und wenn nicht, dann puh. Dann bin ich... Ich meine, das ist eine Mini-Kolonie eigentlich. Und das müsste eigentlich gleich soweit sein, wenn ich dieses Schippernakel baue. Ah. Genau. Wir können Kongo gründen. Nö. Kongo. Äquateur. Ach so, Mist. Kongo. Na dann. Okay. Ah, schaut sogar ein bisschen mehr jetzt frei. Und das der Kongo. Ist jetzt ein Gebiet, in dem wir auch Sachen reinbauen können. Oh, meine Radikalen kann ich gar nicht mehr selber bauen. Die haben offensichtlich ein bisschen ihre Politik geändert. Nur Schnapsbrauerei. Und schon ist sie drinnen. Wozu haben wir denn die? So, den Fokus entfernen wir hier jetzt mal wieder. Aber noch eine Kolonie. Äquatoria, Kongo Orientale, Unterägypten vielleicht. Ich hätte ganz gerne die ganzen ägyptischen Sachen. Ja, 0,65% immerhin. Wird schon. So, mit dem nächsten Großkampfschiff könnte es sein, dass sich der Oman ausgeht. Ach ja.
Ach, Prestige. Wir nehmen immer Prestige. Was auch immer das andere bringt. Wir sollten noch auf die anderen Staaten schauen, die in unserer Einflusssphäre sind. Peru wurden wir rausgeworfen. Oh, und Kolumbien sehe ich gerade an eine schöne Rebellion, mit denen sie nicht selber fertig werden. So, was haben wir hier? Bruno Hildebrand. Hildebrand war ein scharfer Kritiker der klassischen Theorie und brachte einen Großteil seiner Zeit damit, Ricardo unablässig zu bezichtigen, materialistisch, universalistisch und kosmopolitisch zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute eine Beleidigung wäre. Seine eigenen Ideen brachte er erst spätestens im Leben zu Papier. Dabei ist besonders seine Entwicklung einer linearen Stufentheorie der Wirtschaftsgeschichte zu nennen. Bei seiner empirischen und statistischen Arbeit machte er sich diese Erkenntnisse jedoch nicht besonders zunutze. Na super, warum haben wir den dann entdeckt? Der scheint ja die totale Nuss gewesen sein. Geschütze mit Zug. Diese Geschütze gaben dem abgefeuerten Projektil einen Drall um ihre Längsachse, wodurch die Geschossflugbahn stabilisiert wurde. Deshalb konnten diese Geschütze weiter und viel genauer feuern. Klingt gut. Torpedoangriff. Das klingt sehr gut sogar. Ein Torpedo ist eine Waffe mit Eigenantrieb, mit einem explosiven Sprengstoff, die über oder unter Wasser abgefeuert werden kann und unter Wasser auf ein Ziel zuschießt. Sie explodiert entweder bei Kontakt mit dem Ziel oder in unmittelbarer Nähe. Wir alle lieben Torpedos. Ankurbeln der Wirtschaft. Darlehenszinsen minus 0,5%. Naja, das ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Okay. Offensichtlich sammeln wir hier unsere Leute. Ja, wir sammeln hier mal die Leute. Ja, und in Gyr. Das wissen wir eh. So, schauen wir mal, wen müssen wir glücklich stimmen? Frankreich, die nicht mehr. Oh, Japan sollten wir glücklicher stimmen. Die sind uns alle egal. Oh, die haben gar nicht einmal so eine gute Beziehung zu uns. Außerdem sollen sie uns doch den Krieg erklären, wenn sie sich trauen. So, na dann bauen wir gleich noch ein paar Schiffe, weil ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Platz. So. Achso, wartet's mal. Eigentlich ist das ja die totale Vergeudung. Da sollte man zumindest auf 50% runtergehen, damit die relativ schnell. 65 oder was sagen wir 70%, wer weiß, wie oft wir noch irgendwie
Da gehen wir mit den Steuern auf 20% runter, auf 30% und sagen wir mal auf 50. Schauen wir mal, wie schaut das dann aus mit den Einnahmen? Noch immer ein Tausender circa. Ich habe noch so einen Verruf gebraucht. William Cunningham. Cunningham war ein lautstarker Gegner der aufkommenden neoklassischen Wirtschaftsansätze, besonders der von seinem Kollegen Alfred Marshall und der Cambridge School. Befürworteten. In Wirtschaftsfragen bemühte er sich, die historische Methode zu fördern, was ihn zu einem der größten Fürsprecher der English Historical School machte. Trotz fortwährender Attacken von Cunningham ließ sich Marshall von dessen Drängen genügend beeinflussen, um mehr historische Inhalte in seine eigene Arbeit einzubeziehen und bei der Ableitung seiner wissenschaftlichen Prinzipien induktiver vorzugehen. Er weigerte sich jedoch, das Hauptargument Cunninghams zu akzeptieren, dass die Gültigkeit des Wirtschaftsrechts vom historischen, sozialen und kulturellen Kontext abhinge. Cunninghams Gegnerschaft zum Neoklassizismus, bla 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 und so weiter und so fort. Wir kriegen einen Prestigepunkt. Hey, Importsubstitutionsindustrialisierung. Wir können Syntheseölfabriken bauen. Wir können jetzt aus Kohle Öl herstellen. Das ist cool. Das Wachstum der Weltwirtschaft im 19. und frühen 20. Jahrhundert führte zu einer gesteigerten Industriegüternachfrage durch nicht-westliche Gesellschaften. Die Kriege des Industriezeitalters und die zunehmende wirtschaftliche Instabilität führten nicht-westlichen Gesellschaften jedoch zeitweilig dazu, dass sie ihren Industriegüterbedarf nicht mehr mit Lieferungen von den angestammten Produzenten dieser Güter im Westen decken konnten. Dies gab Produzenten aus nicht-westlichen Gesellschaften stetig besser werdende Möglichkeiten, den Bedarf von Industriegütern, der durch die Einfuhr von Westimporten nicht einfach gedeckt werden konnte, mit lokalen Produkten zu decken. Dies führte zu einer zunehmenden Industrialisierung der nicht-westlichen Welt. Schließlich führte der Druck, diese neuen Industrien vor der Konkurrenz aus Übersee zu schützen, in einigen Nationen, die sich ihre politische Unabhängigkeit zur Abwendung der Importsubstitutionsindustrialisierung bewahrt hatten, dazu, ihre industriegüterbezogene Abhängigkeit vom Westen zu beenden und die Stellung ihrer eigenen Gesellschaft im globalen Wirtschaftssystem zu kräftigen. Die Importsubstitutionsindustrialisierung wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer wichtiger, da die Ressourcen des Westens zunehmend zur Lösung westlicher Probleme eingesetzt wurden. Jo, okay. Soll sein. Und Kampfstationsausbildung, noch bessere Flotten. Kampagne. Noch mehr Liberale? Nee. Warum genau wird diese Dings da nicht gebaut? Ah, weil wir den Panzer da davor haben, deshalb. So, wartet mal, genau. Chile. Steigern. So, wir haben gesagt, unsere Armee hier, unsere Überseearmee, soll auch irgendwas Sinnvolles tun. Und zwar. Gehen wir da jetzt mal her. Achso, okay.
Kräuter und Brasilien, das ist eigentlich irrelevant. Brauchen wir echt nicht. Gut, wo haben wir da noch was? Brasilien, Kolumbien, Baden und Spanien. Baden dockt man nicht. Zip. Was ist das mit Spanien? Kommen die alleine zurecht? Wow. Nö. Nicht wirklich. Naja, die werden es schon schaffen, oder? Hoffentlich. Und Baden. Yay, wir können unsere Marinestützpunkte wieder um eins erhöhen. Das bedeutet, wir machen das jetzt gleich. Oder, nein, ich mache das in der Pause, während ihr darauf wartet, dass ich was dass ich mich wieder bei euch melde. Und das nächste Mal haben wir die schon alle gebaut, also in Planung. Oder im Bau. In Planung, im Bau, im Bau. Okay, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann. Und tschüss und bye.